Moin Moin, ihr Film-Junkies! Und zum Heimkinostart von Die Schöne und das Biest. Dieser erscheint am 10. August 2017 auf DVD, Blu-ray, 3D Blu-ray und natürlich digital. Habe ich mal gedacht, es kommt hier ein Personality-Test auf diesen Kanal und es dreht sich halt natürlich klar um Disney-Songs. Und die Frage ist, welcher motivierende Disney-Song ist eure Hymne eures Lebens? Um natürlich mitzumachen, benötigt ihr eigentlich nur einen Stift und einen Zettel. Es kostet euch nichts, es macht halt wahrscheinlich Spaß, einfach herauszufinden, was euer Song ist. Die Antwort wird es dann am Schluss des Videos geben. Ich werde euch einfach jetzt ein paar Fragen stellen und beginne jetzt mit den Fragen. Viel Spaß dabei! Frage Nummer 1. Was ist das Erste, das du morgens nach dem Aufstehen machst? Ist es A, aufs Handy schauen, B, duschen, C, trainieren oder ist es D, Kaffee kochen? Frage Nummer 2. Was ist dir besonders wichtig im Leben? Ist es A, meinen eigenen Weg zu gehen, B, gute Freunde fürs Leben zu finden, C, zu zeigen, was ich kann oder D, die Welt entdecken? Frage Nummer 3. Wie würden deine Freunde dich beschreiben? Ist es A, bodenständig, B, motiviert, C, neugierig oder D, aufmerksam? Frage Nummer 4. Wie sieht dein Workout aus? Ist es A, Yoga, B, Gewichte heben, C, Geräte oder D, Laufen? Frage Nummer 5. Erfolg bedeutet für dich? Ist es A, in einem liebevollen Umfeld leben, B, Ziele zu erreichen, C, Herausforderungen überwinden oder ist es D, über mich selbst hinauszuwachsen? Frage Nummer 6. Welcher der folgenden Sprüche könnte dein persönlicher Motivationsspruch sein? Ist es A, Wild Thing, B, Träume groß, C, Herausforderung angenommen oder ist es D, steh zu deinem Wort? Frage 7. Was geht dir so richtig auf die Nerven? Ist es A, langsame Fußgänger, B, mit vollem Mund sprechen, C, notorische zu Spätkommer oder ist es D, Menschen, die nicht zuhören? Und die letzte Frage, Nummer 8. Hier scheiden sich die Geister. Welche der folgenden Speisen schmeckt dir am besten? Ist es A, Koriander, B, Lakritze, C, Mayonnaise oder ist es D, Kokosnuss? So, da kommen wir nämlich zu den Antworten. Wenn du am häufigsten A ausgewählt hast, dann ist dein Song Lass jetzt los aus Die Eiskönigin. Du kannst es nicht mehr zurückhalten, lass alle wissen, dass du dich von Elsas gewaltiger Röhre inspiriert fühlst. Wenn du deine Grenzen abgetastet hast, ist es nur noch ein kleiner Schritt, sie zu überwinden. Wenn deine häufigste Antwort B war, solltest du dir in Sekunden auf 100 aus Herkules besonders zu Herzen nehmen. Preise den Herrn, jetzt geht es los. Mit dieser euphorischen Hymne, dargebracht von niemand geringeren als den unübertrefflichen Musen, gibt es nichts mehr, das dich zurückhält, ganz genau. War deine häufigste Wahl C, dann passt Sei ein Mann aus Mulan zu dir, wie die Faust aufs Auge. Jetzt ist Schluss mit lustig, die Welt wartet auf dich. Es gibt keinen besseren Song, um das Gefühl zu haben, es mit der ganzen Welt aufzunehmen zu können. Bells Lied aus Die Schöne und das Biest passt perfekt zu dir, wenn du meistens D gewählt hast. Du willst hinaus, du willst etwas erleben. Das Leben, das du bisher lebst, ist zwar schön und gut, aber es ist einfach ein bisschen zu eng und zwickt an den falschen Stellen, wie ein geliebtes Kleid, das einfach nicht mehr richtig passt. Nimm dir dieses Gefühl zu Herzen. Die Welt steht dir offen. Geh raus und erlebe dein Abenteuer. Ja, Leute, das war ein Disney-Personaltest-Song-Quiz, würde ich jetzt so behaupten. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal gerne einen Daumen nach oben da. Ein Abo wäre auch cool. Und Leute, ich muss nochmal sagen, trotzdem, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und das war ja mit freundlicher Unterstützung von Walt Disney Studios. Auf jeden Fall sag ich bis dann und ciao und bam!